glaube nicht, Bruder. Ich glaube, ein paar Leute haben sich hier auch ziemlich eingekackt. Oh, Jungs, was geht denn ab? Was ist denn hier eigentlich unser Ziel in diesem Tower? So, wir haben ja hier auch noch unsere Knarren, ne? Okay, gut. Ich bin hier echt ein großer Fan von Deadpools Katana. Ja. We're getting paid to off some billionaire douche nozzle. That'd be media mogul Chance White. As ties to the mob, owns a private army, makes babies cry. Your classic easy to hate dude. Ah, Mist, ich hab's nicht getroffen mit der Knarre, aber okay. Es kommen ja immer mehr. What are we doing? Genau, unsere Aufgabe hier ist es jetzt, are you even paying attention? In den Aufzug einzusteigen, wo auch immer der sein soll. Wir haben hier anscheinend auch ein paar Special Moves hier. Katanas, sehr cool. We are locking elevator access now. Troops should give me that. Listen, you little masked moron. Nobody comes into my house like this. I hope it was worth it. Oh. The elevators are disabled. Oh, I know. Let's just get some chimichangas and wait for him to come downstairs. Or we could find a way to shut down power to the entire building. That would force a system reset, bringing power back to the elevator. Like this guy. We should keep him around. To maintenance. Somebody get down there and shoot this clown. Na gut. I am not a clown, sir. So, wo müssen wir rein? Da unten müssen wir rein, um den Strom wieder anzuschalten. Okay. Was ich aber auch cool finde, ist, dass wenn wir hier Schaden erleiden, unser Anzug auch Schaden nimmt. Das ist echt ein cooles Feature. Das hatten wir schon damals in dem ersten The Amazing Spider-Man Spiel so rein. Finde ich echt cool. Würde ich mir auch für kommende Superhelden-Games wünschen. Oder zumindest eine Option, dass man es auch ausschalten kann. Weil ich finde das halt, wie schon gesagt, ziemlich cool, wenn man im Fight ist und dann, keine Ahnung, man läuft dann in Feuer rein und dann hat der Anzug also Brandflecken. Oder wie bei uns jetzt, wir wurden hier ein bisschen angeschossen. Huch, Alter, wir haben noch nicht einmal mehr unser Gesicht. Ja, okay. Sollte hier natürlich nicht passieren. Wir müssen hier doch bestimmt jetzt irgendeinen Hebel betätigen. Ah, hier hinten. Jackpot! Oh. Boom, schalte dich an. Ups. Falsche Taste gedrückt. Ooh, scary. How about those elevators work again? I'm so smart. Which one of you pinheads shut down the damn power? Get down there and fix it! Oh, na Jungs. Was macht ihr denn? Let's try something a little fancy. Ah ja, genau. Okay, hier lernen wir jetzt hier nochmal the faster you can earn momentum unsere Special Moves. We can get more momentum moves by upgrading our weapons. High combos mean more Deadpool points, which mean more awesome upgrades. Got it. This would go a lot smoother if my reputation preceded me. I think you need to leave survivors for that to happen. Ja gut, okay. Also wie schon gesagt, wir müssen mehr Leute gehen, damit wir hier unsere Deadpool-Punkte kriegen, um uns hier weitere spezielle Tech-Downs hier freizuschalten. Natürlich auch, um unsere Ausrüstung zu verbessern. Es würde mich halt auch interessieren, ob in dem Game Wolverine vorkommt. Also ich habe das Spiel hier, Real Talk, zuvor noch nie gespielt. Von dem her habe ich umso mehr Bock, denn ich habe auch bis jetzt noch nicht den neuen Deadpool-Film hier reingezogen. Ich soll immer noch machen, aber ich komme leider zeitlich nicht zu. Falls ihr den gesehen habt, könnt ihr natürlich auch gerne unten in die Kommentare entscheiden, wie ihr den findet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Aber ich habe gelesen, er soll ziemlich gut sein. Und ich weiß nicht, irgendwie, diese ganzen Deadpool-Trailer und Promo-Phasen haben mich nicht dazu verleitet, mal dieses Deadpool-Spiel zu spielen. Ich wusste, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, dass es ein Deadpool-Spiel gab, ne? Weil
normalerweise von erfolgreichen Games kommen ja dann eigentlich immer recht üblich die ganzen Sequels raus, aber für Deadpool, das ist kein Sequel wegen diesen rechtlichen Lizenzstreifen, was ziemlich schade ist. Ich finde, mit dem Charakter Deadpool könnte man so geile Games machen. Jetzt stellt euch einfach mal alleine vor, wenn Insomniac Games mal so ein Deadpool-Game macht. Gut, das wäre doch endlich. Ich weiß, die arbeiten ja gerade auch an dem Wolverine-Game. Bin ich auch schon hype drauf. Kann nur gut werden. This must be my stop. Ah, there's gotta be a way out of here. Think, Deadpool, think. Lass mich gerade einfach das Laster schießen, oder? Gut, also wie schon gesagt, ab hier ist es dann auch schon wieder blind für mich. Und wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Maybe if I use my cat-like agility. One eventuell ein Sprung? Jawohl, ja. It's a down moment, you know? Might be a good time. So, und dann hier vorne noch einmal. In jedem Spiel weisen uns natürlich auch die Münzen den Weg. You think the bounce house is still pumped up? Of course it is. Dass die Gläser nicht zerschlagen kann, bin ich traurig, muss ich schon sagen. Deadpool's. Das heißt, müsste auch die übelste Haltbarkeit haben, Mann. Brechen einfach nicht ab. Chance White dies at the hands of super sexpot mercenary. Story at 11. Oh. Break out the heavy firepower. Stop this. Hey, die Gegner schießen jetzt auch mehr. Sag mal, nicht nur hier Nahkampfkämpfer, sondern auch die Fernkampf-Dude. Aber okay, gut. Wir sind hier Deadpool. Wir können das easy handhaben. Oh, dich einmal weg. Oh, okay, wir können uns ein neues Upgrade holen. Haben wir auch sofort. Oh, oh, oh. Ich habe nicht Leben zurück, wenn ich den Gegner ausschalte. Ich muss hier wahrscheinlich ein bisschen ausharren, oder? Ah, ja, okay. Bisschen ausharren und dann regeneriert sich hier unsere Lebensenergie auch schon wieder. Gut zu wissen, gut zu wissen. Weg mit dir. So. Da ist ein Kopfschuss. Oh. Hey Bruder, was denkst du, wer du denn bist? Du hast hier fast weggemacht. Heads up, they're dropping in from the catwalks. Okay, die Infanterie kommt. You can do better than that. Oh Jungs, was geht ab? Oder die sehen einfach aus wie Ninjas. Ich weiß hier immer noch nicht, welcher unser Main-Gegner wird hier in der ersten Mission. Also ich muss aber auch sagen, also ich kenne mich eigentlich ziemlich gut mit diesen ganzen Marvel-Filmen aus. Ein paar Comics habe ich auch gelesen. Ah, jetzt nicht alles. Und da habe ich tatsächlich aber auch nur die Filme gesehen. Leider keine Comics gelesen. Kam ich halt bisher auch noch nie dazu. Aber was ich von Deadpool auf jeden Fall weiß, ist, dass er ein sehr, sehr humorvoller Charakter ist, der auch gerne mal über die Grenze schlägt. Wow. Okay, dann mal hier hinten ein bisschen aus. Wollen wir hier weitermachen? Gut. Wo ist ein anderer zu finden? Ach, hier vorne. Couldn't have happened to a nicer bunch of guys. Okay. Leute ist auf jeden Fall hier mit der Infanterie gewesen. Nein. So, Munition ist auch voll. Perfekt. Hey, jetzt lasst mich doch hier einfach zu eurem Boss kommen. Müsst ihr nur ein paar Kleinigkeiten mit deinem Freund. Hatte sich da schon. Ich verspreche es euch. Bin ich schmerzhaft, denn.
My balls are sizzling. Das Spiel macht halt auch so viel Spaß. Also man hat hier auch nicht irgendwie das Gefühl bisher, okay, vom kämpferischen her ist es jetzt ein bisschen monoton. Ich absolut nicht im Game. Vor allem, also bisher ist es halt echt irgendwie so ein komplettes Fighting-Game. Einfach hier und da durch ein paar Räume laufen. Da springt hier auch schon ein paar von diesen Gegnern raus. Weiß nicht, ob das hier irgendwelche einen Namen haben. Falls ja, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ups. Was war das denn alles? You look good on camera, but you're gonna look better dead. How many bullets are in your head so far? Oh, wo kommst du denn her? Also, ist er hier einfach hinten im Eck? Okay, aber so einzelne Gliedmaßen abschießen können wir den Leuten nicht. Das können wir wenn dann wegschlagen mit unserem Katana. Aber diese Kopfschaffer finde ich auch so befriedigend dann. Während da einfach deren Köpfe ist. Finde ich schon cool. So, was haben wir hier denn? Das sieht mir ein bisschen nach Weg zum Boss aus. Oh, was ist das hier schon? Was? Ach, sie ist also noch nicht gekommen. Ah, da kann man dann wahrscheinlich die Granaten oder so mit. Hier müssen wir jetzt hier rausspringen. Oh, okay. Der Bosskampf ist hier anscheinend oben auf dem Dach. Der Designer würde sie nicht hier haben, wenn sie nicht gespielt werden sollten. Wow, ich kann mein Haus von hier sehen. Was ist Deadpool? Echt, Deadpool, wo ist es denn? Mal raus. Ich weiß auch nicht, ob es hier irgendwelche Secret Items gibt in den einzelnen Passagen. Ich werde natürlich auch gerne, wenn ihr es wisst, unten in die Kommentare reinschreiben. Weil dann achte ich das nächste Mal eher darauf, hier in den einen oder anderen Komplex reinzulaufen. Aber auch schon wieder nur Granaten, die braucht man nicht wirklich. Ich es. Holy shit! Someone could get hurt on this. Ups. Ah, zum Glück waren wir hier schnell unterwegs. Ah, Ninja and shit. Der nächste Opfer. Thanks for playing, chump. Also die Exekutionen sind ja auch ziemlich brutal. Bisher haben wir ja zwei gesehen, eine mit den Katana und eine mit den Pistolen. If that hit you in the chest, I'm sorry. Aiming for your crotch. Mal schauen, ob es noch weiter geht. Wenn, dann muss man die wahrscheinlich auch erspielen mit diesen Deadpool-Punkten. Ich würde hier aber tatsächlich das erste Level erstmal abschließen und dann unsere Deadpool-Punkte investieren. Ja, wecken wir euch. Den bösen Scharfschützen. Mich hier hoch. Nicht an der Wand abspringen, Deadpool. Du hast hier schon hin. Oh.